Hi, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich habe heute endlich mal wieder ein Favoritenvideo. Ich mache die ja eigentlich irgendwie nicht so wirklich regelmäßig, weil sich nicht jedes Monat wirklich absolute Favoriten herauskristallisieren. Aber wenn ich welche habe, dann drehe ich auch gerne mal ein Favoritenvideo, so wie jetzt über den Mai. Denn da hatte ich einige Sachen, die ich ja so gut wie täglich einfach benutzt habe und die ich euch jetzt unbedingt zeigen möchte. Und ich fange an mit etwas, das ich euch auch im letzten Video schon gezeigt hatte, und da hatte ich euch schon drüber vorgeschwärmt und jetzt auch wieder. Und zwar ist es von Trestle Moon, das Ice Strawberry Dream Duschgel. Es sieht so aus. Wie gesagt, ich hatte es euch im letzten Video schon gezeigt und ich liebe, liebe, liebe dieses Duschgel. Es riecht so unglaublich gut nach Erdbeere. Die Pflegewirkung ist so, ja, sie ist okay. Also ich glaube, für sehr trockene Haut ist es nichts, aber also ich komme gut damit klar, meine Haut ist nicht trocken und ich creme mich auch immer ein nach dem Duschen. Also von dem her merke ich da jetzt irgendwie gar nichts Negatives. Also mir reicht die Pflegewirkung vollkommen aus. Aber der Duft ist einfach so der Hammer. Und leider ist es ja limitiert. Ich weiß gar nicht, ob es es jetzt noch gibt. Ich hatte mir vor drei Wochen oder so, hier nochmal ein paar Packungen gekauft. Und ich werde demnächst mal schauen, ob es es noch gibt, damit ich mir noch ein paar Packungen holen kann. Also das war wirklich ein absoluter Favorit im Mai. Ich habe es täglich benutzt und werde auch es weiterhin täglich benutzen, bis es dann endgültig leer ist und auch nicht mehr nachkaufbar ist. Dann habe ich einen Lidschatten nahezu täglich benutzt. Und zwar ist es von Chanel, die Farbe Safari. Und der sieht so aus. Und er ist einfach so wunderschön. Ein ganz toller, neutraler Taubton, der, glaube ich, ganz, ganz vielen Hauttypen wunderbar steht, weil er eben so schön neutral ist und er passt auch zu allen. Also ich trage ihn jetzt auch momentan und ja, es ist einfach, er ist toll pigmentiert, er lässt sich super leicht auftragen, er ist sehr buttrig, krümelt null, Fallout. Null, nix, also echt gar nicht. Und ja, ich benutze ihn solo auf dem Auge und man kann einfach so schnell sich ein wunderschönes Make-up damit schminken. Total alltagstauglich, also ich trage ihn aufs komplette Lid auf, gebe ein bisschen was in die Lidfalte noch unter das Auge und ich bin fertig. Noch ein bisschen Highlighter halt, aber wie gesagt, ich bin fertig und es sieht so toll aus und passt zu allem irgendwie. Also ich trage ihn mit Orange, ich trage ihn wie heute mit Pink und ja, er macht sich einfach immer gut und den habe ich so gut wie täglich wirklich getragen. Ich wollte gar nichts anderes mehr nehmen. Und wenn ich aber Safari nicht, wenn ich aber Safari nicht benutzt habe, dann habe ich die Naked 3 benutzt und da hatte ich euch ja auch vor kurzem ein Video dazu gedreht. Ich zeige sie euch nochmal. Sie sieht so aus und wie gesagt, die habe ich im Wechsel mit Safari benutzt und die war auch ein absoluter Favorit im Mai. Ich liebe diese Palette, ich finde sie so toll. Man kann so viele tolle Looks mit ihr kreieren und definitiv ein Favorit, den ich jetzt im Mai heiß geliebt habe. Und dann habe ich noch zwei Lippenprodukte für euch. Einmal aus der Drogerie und einmal von MAC. Ich fange mit dem MAC Lippenstift an. Und zwar ist es Syrup von MAC. Und den habe ich auch ganz, ganz oft benutzt. Vor allem in Kombi mit der Naked 3, weil die wunderbar zusammenpassen. Und Syrup sieht so aus. Ich denke, viele von euch kennen ihn vielleicht. Es ist ein sehr gehypter Ton eigentlich, den sehr, sehr viele auch besitzen. Ich hoffe, man erkennt das jetzt auch gut. Und ein wunderschöner, neutraler Ton. Sehr, sehr alltagstauglich. Geht mit sehr vielen. Und wie gesagt, den habe ich immer hier mit meiner Naked 3 jetzt kombiniert. Und das war eine tolle, tolle Kombi, die ich jetzt im Mai total gern mochte. Und ich habe auch eine Review mit Swatches auf meinem Blog veröffentlicht. Und ich setze euch den Link in die Infobox. Also wenn ihr euch Syrup ein bisschen näher anschauen wollt, klickt einfach mal vorbei. Und zu guter Letzt habe ich noch ein Produkt aus der Drogerie, das ich im Wechsel mit Syrup im Mai jetzt immer benutzt habe. Und den habe ich sehr oft hier mit Safari getragen, weil das auch eine total schöne Kombi war. Und zwar ist es von L'Oreal ein Produkt. Und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie der komplette richtige Name lautet. Das ist irgend so ein
monsterlangen Arme, den ich im Leben nicht wiedergeben kann. Aber wenn ihr jetzt die Verpackung seht und geht in die Drogerie, weil ihr vielleicht interessiert seid, dann erkennt ihr die. Also das sind diese neuen Gloss-Lippenstift-Dinger, wo jetzt auch immer die Werbung kommt. Und ich habe mir den in Tangerine Sonate geholt und es ist wirklich ein total knalliges Orange. Der ist so, so schön. Also der knallt richtig auf den Lippen und er ist auch sehr intensiv. Also es ist echt nichts für farbschüchterne Menschen, muss ich echt so sagen. Aber jeder, der gern Farbe auf den Lippen mag, sollte sich diese Dinger hier generell mal anschauen, weil die wahnsinnig gut pigmentiert sind. Die decken komplett. Und das Tolle dran ist, oder was mir sehr gut dran gefällt, ist, dass sie so ein schönes, glossiges Finish hinterlassen. Also ich muss sagen, die Haltbarkeit ist echt top. Die Haltbarkeit, würde ich sagen, ist wie bei einem Lippenstift. Das ist schon fast ein bisschen stay. Aber das Finish ist wie bei einem Gloss. Also super schön glossig. Der glänzt wahnsinnig schön auf den Lippen. Und ja, guckt euch die mal an. Wie gesagt, die kann ich euch sehr empfehlen. Es wird mit Sicherheit nicht der letzte sein, den ich mir aus der Reihe geholt habe, aber Tangerine Sonate ist jetzt, wie gesagt, eine absolut tolle Sommer-Frühlingsfarbe und ein wunderschönes Orange, das ich, wie gesagt, mit Safari sehr, sehr oft jetzt so kombiniert getragen habe und was wirklich toll aussah. Und ja, das waren meine Favoriten. Es sind jetzt nicht so viele gewesen, aber die Sachen, die ich euch gezeigt habe, die habe ich wirklich täglich, so nahezu täglich benutzt und wirklich sehr geliebt. Und mal gucken, ob ich jetzt im Juni auch wieder ein paar so Favoriten habe, die sich herauskristallisieren. Wenn ja, dann mache ich ein Video. Wenn nicht, dann warte ich einfach wieder. Und ja, ich hoffe, ihr mochtet das Video. Vielleicht habt ihr Lust, irgendwas davon auch auszuprobieren. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!